Das ist doch nicht drin. So rein. Ein Stück wieder. Und den Trick. Guck dir einfach mal YouTube-Videos an. Ja, genau. Mach das dann nebenbei. Ja. Okay. Wir beginnen mit den Basics. Ja, genau. Wo ist das Lenkrad beim Traktor? Na, die Dinge bei den Hauptfragen haben wir halt alles hier dabei. Ja, ja, die Flügel ist ja noch. Digga, geht halt mal nicht durch. Rechts geht. Nicht direkt. Wie geht das? Ja. Die haben nicht mehr den ganzen Tag. Sieht das kaum? Nicht lang. Ist die Bedienung gut? Nee, ich guck mal. Ich guck mal nach damit. Die Haut ist weg. Ich mach das raus, dann mach ich. Ja, wir sind hier immer noch an der B5 bei Berlin. Offensichtlich hat sich noch ein Abschleppunternehmen dazu überreden lassen, die Träger abzuschleppen. Jedoch scheint es unerwartet nicht ganz so einfach zu sein, so einen Traktor überhaupt zu starten, geschweige denn abzuschleppen. Da das erste Unternehmen hier versucht jetzt schon seit bestimmt 10 Minuten diesen Trecker irgendwie in Gänge zu bekommen. Und wenn es bei einem Abschleppunternehmen bleibt, dann dürfte diese ganze Aktion noch viele, viele Stunden dauern. Ich glaube, das stehen wir dann morgen. Nicht kaputt mal rein! Nicht kaputt! Das ist Mühe, ey, komm wohl! Das Lapper oben! Wir können doch wieder singen. Du darfst ihn nicht wieder reparieren! So? Geh doch einfach vor die Hecke.
Axel ist gerade im Nee, ich hatte das kurz im Das ging fast in die Hosentasche. Herrlich. Irgendwelche einfach die ganze Reihe das Handy landet. Aber die ist halt nur mehr als 8 Minuten hier. Und hier. Da hinten stehen noch 10! Ich hab gesagt, wir klappen jetzt die Bordscheine hoch. Feiern. Chillingsmorgel. Weißt du, was ich gerne feiern würde, wenn die jetzt noch eine halbe Stunde rumkommt und dann einfach dann ankommen, einsteigen? Ja. Darauf warte ich. Der ist sowieso fertig, der ist besser geworden. Das ist schon ein Flug, der außer es sind die Pilotik. Ja. Aber selbst da hast du es nicht mehr. Der ist jetzt dann die Gemeinschaft, dass ich da unterstütze. Ja. Weil jetzt machen sie nämlich das, was wir gesagt haben, gesagt haben, dort bei anderen Sachen, dann ist einfach nur ein Kilo und alles gut. Sie meinten eben so ein Kilo, dann ist es 1000. Genau. Roter Kilo. Genau. Wir sind schon erschienen. Wir auch so viel nicht. Okay. Markus, zeig dir mal, dass er das da auch probieren kann. Das weiß ich nicht. Wir haben heute ein bisschen beste Perspektive, damit er mich noch angehen kann. Ja. Ach, ruhig, ist auch eine bessere Idee. Ich don't know. I really don't know. Das ist keine von uns, aber das ist... Leider dahin nicht, war ja Platz so knapp. Ja, beeilt euch mal. Jetzt müssen wir noch eine Speicherkarte fahren. Ja.
Just two seconds. Yeah, yeah, sure. Shh. Oh, jetzt versuch's denn. Also die Kupplung hat er lösen können. Oder andersrum, Gang hat er rausgekippt. Also das Abschleppunternehmen Grabo schleppt auch, ist sich für nichts zu schade und schleppt auch Landwirte ab. Beziehungsweise Trecker von Landwirten. Fraglich, ob sie ihrem Ruf damit gerade einen Gefallen getan haben. So, dieses Abschleppmanöver scheint ja also nur überhaupt zu funktionieren, weil es dort einen Landwirt gibt, der seine Kollegen verraten hat und diesen Traktor entsperrt hat. Vielleicht ist es auch kein Landwirt, sondern ein Techniker von John Deere oder irgendwas. Kann natürlich auch sein. Thank you.
seine Freunde. Das ist natürlich auch in der Ordnung. Das kann sich aber nicht verkehren. Die ersten Landwirte im Hintergrund überlegen sich schon, ob sie ihren nächsten Traktor wieder von John Deere kaufen oder vielleicht nicht lieber von einem anderen Hersteller, der seine Kunden nicht verrät. Oder hintergeht, je nachdem. Ja, das dauert hier jetzt schon fast eine halbe Stunde und ich sag mal so, da hinten steht ja noch der ein oder andere Traktor. Das könnte sich also noch ein kleines bisschen hinziehen. Im Hintergrund führt jetzt gerade der RBB Interviews durch. Das ist die allermeisten Leute, die das Traffic der Schiene, das ist
so passiert wird, dann ist kein persönlicher. Was ist Ihr Plan zu sagen? Ich habe 15 bis erschütternd, dass die Landmaschinenhändler, denen man jedes Jahr sechsstellig Geld zukommen lässt, da ist einfach sechsstellig, ja, da könnte man auch 900 Euro, aber sechsstellig Geld zu fassen tun, dass die dann ihre Monteure schicken, um der Kundschaft Trecker abzuführen. Das finde ich Hochverrat gewesen. Ja, beim nächsten Mal lieber John Deere kaufen, ne? Pass mal auf, da kommt nachher auch ein Fenster. Aber hör einfach ruhig rein, dann ist das Abzählung, dann ist gut. Ich habe zufällig einen sechsstelligen Trecker zu Hause, der kostet 290 Euro. Und den abzuschleppen, ist ein ganz schnell Risiko und Spielschaden verweist. Jawohl. Ich noch nicht mal auf. Das ist auch mit dem Durchschluss, in dem wir legen hier die Tür auf. Und die meisten wird ganz damit erfahren, aber die Menschen werden groß, und wir haben alle einen elektrischen Durchschluss. Wenn ich das rote Motor kurz angeht, dann wieder wieder. Wenn ich hier entsprechende Unterstützung finde, habe ich auf jeden Fall morgen früh freigelegt. Ich mache den Unterschutz zu verändern. Ach, immer weg. Was hat das für den Himmel? Wünschen würde ich mir, dass einer von 1000 Bundesbürger, all das, wofür man auf der Straße geht, bis jeden zweiten mindestens. Wenn nur einer von 1000 Mitglied auf die Straße, dann würde das ganz schnell ganz viel mehr bewirken. Was ich mir wünsche, ist eine Revolution, die die schwachsinnige Politik nicht der Ampel. Ja, deswegen auf dem LKW steht drauf, die Ampel muss weg. Die Ampel, die hat nur jetzt nicht versucht, noch zu verändern oder irgendwie sowas. Diese schwachsinnige Politik der letzten 20, 30 Jahre. Die Regierungen, nicht erst die Ampel. Da hat Frau Merkel auch schon vorne Kurse gemacht. Die verschenken unsere Steuergelder in hunderte von Milliarden in die ganze Welt. Anschließend werden noch Zollbremsen geöffnet, die Ukraine und den ukrainischen Bauern dann noch den Transport bezahlt, damit man dann nicht nur Reserven nimmt, die man schlecht zeitgleich Steuergelder geben, den Steuerzahler geben können. Nein, man macht die Steuerzahler, die man vorher hat, die Steuergelder, man vorher gekriegt hat, macht man auch noch kaputt damit, dass man dann die Märkte noch kaputt macht, Zollbremsen aufhält und die damit in die Existenz längst in die Insolvenz treibt. Wenn nicht ganz schnell was passiert, dann werden in Deutschland Betriebe und Anfänge von Landwirtschaft betrieben. Sondern Betriebe in allen Branchen reihenweise krachen gehen. Einfach nur, weil da irgendwelche Idioten oder Ideologen in Berlin meinen, Deutschland ist das Sozialamt für die ganze Welt. Wir müssen irgendwo einer einen Juden vorziehen beim Tritt, habe ich so krass gesagt. Und muss Annalena gleich fliegende Milliarden hintragen. Weil unsere Urgroßeltern mal böse waren, die halten so bei, ich bin nicht rechtsradikal oder irgendwas. Wer soll das tun? Dann bin ich da doch gern. Wir brauchen nicht mehr. Wir werden wohl jemanden nicht vor Schimmer in den Milliarden hübschen hintragen, nur weil wir mal irgendwann unsere Vorfahren lösen. Jedenfalls nicht, wenn man die Ersparnisse irgendwann aufgebraucht hat. An dem Punkt wird ja lange angekommen. Dass die Ersparnisse in den Steuersättel, die man in die Welt verschenken kann, dass sie aufgebraucht werden. Das geht gegen mindestens jeden zweiten Bundesbürger. Meiner Meinung nach nicht fast. Das war schöner dazu. Danke. Wenn ich meine Ernte, die ich 2023 geerntet habe, und da noch durch langfristige Vorverträge gut verkaufen konnte, zu guten Preisen, wenn ich die heute zu heutigen Tagespreise wieder verkaufen würde, würde ich 600.000 Euro weniger kriegen. Ein Drittel weniger, als ich jetzt habe. Es ist nicht so, dass ich 600.000 Euro verdient habe. Vielleicht 100. Für die 600.000 weniger kriegen die heute. Warum? Weil die Regierung halt ganz toll findet, die Preise alle kaputt zu machen, die Zollgrenzen aufzuheben, in den ukrainischen Weizen noch auf unsere Steuerstaatskosten nach Deutschland zu karren. Die Transportkosten übernimmt die Bundesregierung, um hier minderwertige Weizen herzuholen und so weiter. Und sie schenken erst die Steuergelder in Milliarden und Milliarden und dann die Steuerzahler anschließend und weiterziehen. Aber so ist das. Das geht nicht. Dann wird es vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen extremer. Wir nun mal was haben, was wir holen können, was wir nehmen können. Ein Bauer braucht Land. Land ist interessant und wertvoll. Ein Bauer hat unheimlich teure Maschinenpark zu bezahlen und so weiter. Wir sind schon weit drüber über die 100 Fahrt. Ihr seid ja auch noch mal auf. Ich habe in meinem LKW geschlafen und meine Fiat hat noch nicht direkt. Aber mein LKW kann noch. Ich habe in meinem LKW geschlafen ab 2 Uhr und mit dem Fiat hat noch nicht direkt. Aber mein LKW Schlafmaschine hat zurück. Ich dachte mir, nicht wieder drin. Wir wollen die verstecken. Ich habe dann einen Flug gemacht und dann mit denen geredet. Dann hat man ja Platzverbot ausgesprochen. Und wenn ich jetzt nicht
die Ort verlassen, mit oder ohne LKW, hat man auch so nicht gesagt, dann werden wir in die Mannschaftsfahrt auf der anderen Seite eingestellt. Und der LKW wieder abgeschnitten. Der LKW kann man auch schnell abschnitten. Da muss man auch verstattieren. Da, wo das Auto jetzt steht, braucht nur rechts raus. Ich hätte gerne gesagt, gut, wir fahren ab und stehen schnell auf dem Weg. Ich bin der Stefan. Ja, alles Gute für alle, aber das geht auch die Reporterin nur dann. Ja. Gott sei Dank bin ich nach Berlin gefahren, da waren wir was in Gang. Ja. Das war erstmal richtig ausstrahlend schon. Für einmal mit Kohle. Jetzt bin ich mit. Weil der wird niemand drin. Du hast doch mitgeschnitten, oder? Ja, den Ton halt nicht. Ich habe mal wahrscheinlich. Das kannst du gerne tun. Ich stehe da voll hinter, was ich sage. Und solange man nicht zum Generalstreik aufruft, das Wort benutzt und den Mund nehmen darf man ja auch. Jo. Naja, wenn ich jetzt wieder rauf gehe, dann habe ich den Beweis hinterlegt, dass ich davon wusste und genau. Der Vorsatz hat. Genau. Ja. Wenn mehr nicht, ist so. Ich meine nur. Ja, die kostet 500 Euro die Stunde, vielleicht noch 480. Dafür lassen wir die Kette fahren ziehen. Ja. Ja, ja. Nee, man kommt durch, ja. Rettungsgasse ist ja. Und jetzt wieder ab, ne? Ja. Eben auch. So nee. Geil. Mittagspause. Ja, also. Komm, Arm. Thank you.
Jetzt kommt ihr nicht mehr. Mal ganz ehrlich, was soll das jetzt werden? Auf Wiedersehen, die Zeit war wirklich wunderschön. Das war ein Satz mit Witz. Das ist ja die junge Frau, die wohnt noch am Handeln, Leute. Zentimeter, vielleicht 20, dann war Schluss. Von hier bis darüber haben sie mal. Ach ja, stimmt. Wir haben ja einen Schikung. Warum wohl nicht? Nee, das ist auf einmal das Problem. Also mein Sohn sagt mir gerade, der sitzt auf Trecker, bei 1,5 Kilometer lange Feld hätten mit Lenz zu stehen. Wir brauchen nicht. Der hat also beide Hände frei und gucken, was wir hin so machen. Der hat mir gerade schon von dem Interview erzählt, wenn ich vor 10 Minuten gegeben habe. Und der hat gesagt, die Firma Bravo, der Abschlepp, die erlebt gerade den Shitstorm ihres Lebens. Ich werde gerade so niedergemetzelt, wie das nicht besser geht. Jo. Telegram, Twitter, YouTube, Facebook, aber nie live, das geht danach. Weil bei solchen Aktionen ist live immer gefährlich. Für die Opportunisten. Weil sie sich gerne entfalten, wie das dann live dokumentiert ist. Weil man die halt nicht unbedingt hat. Aber gut, ja, aber es ist ja nie, klar, wenn es nicht stört, aber andere. Ja, klar. Ne? Gut, das ist immer so. Und ich muss ja nie unnötig, sag ich mal, mit Streit entfalten. Ja, ja. Glaube ich, ja.
Was sagt denn eigentlich die Uhr? Hat jemand eine Uhrzeit? Hast du mal eine Uhrzeit? 11:20. Alles klar, danke. Jetzt sind sie bloß auf 9. Also eine Stunde fürs Abschleppen ohne An- und Abfahrt. Das wird noch ein langer Tag. Wenn wir jetzt mal noch eine Stunde für an und na, die Abfahrt wird nicht nur eine halbe Stunde dauern. 3 Stunden pro Trecker, 10 Trecker, 30 Stunden, stehen wir morgen Abend noch hier.